Ja, versprochen ist versprochen, das wird auch nicht gebrochen. Und genauso halte ich es auch. Und Sieh dir den dementsprechend. Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage Ja. gekümmert. Weniger Sicherheit ist Gut, gut. dann brauchen wir uns weniger Gedanken um die Und Sicherheitssysteme dementsprechend zu geht es machen. jetzt direkt weiter. Negativ. Das ist alles andere als gut. Sieh dich mal um. Irgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Was denn denn Synths? sind's? Bedeutet das nicht so viel? Ja, da hat es mal ganz kurz mich auf Die den Desktop Wie-Roboter. gehauen. Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann, haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Ja, gut dann. Ich werde die Augen offen halten. Alles Genau. klar, gehen wir weiter. So ist es. Wir halten die Augen offen. Ich lasse dich wahrscheinlich immer schießen, mein Freund. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Ja. Nee, alles meins. Scheint Alles eine meins. Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Er muss doch eh noch wieder ein Terminal geben. Und der ist wahrscheinlich. Ne, schaut nicht so aus, als ob das. Okay, Laborpasswort. Alles klar. 9YB3N. Na, also. Habe ich doch instinktiv richtig gemacht. Alter. Wie stark sind die denn? Na also. Da hatten wir wieder. Oh, da gibt es neue Pistolen. Pistolen sind immer gut. Nee, Schlagstock. Nee, nehme ich mal einen mit. Schaden tut's ja nicht. Aber neue Kanonen, das freut mich umso mehr. So, ich lade mal auf die neuen Kanone um. Zelle, Feuerrate, Schaden. Das schaut doch noch. Der andere ist da vorne schon fleißig. Naja, gehen wir auch mal hin. Ja? Läuft doch mit den Sims. Automatische Pistole. Die ist doch noch besser. Wo ist sie denn? Aber die macht nur 7 Schaden. Ne, der Schaden ist ja albern wenig. Oh. Ich hoffe, dass der jetzt nicht schon wieder so weit vorläuft. Na, das ist doch ein Einsteigerschloss.
Na? So viel zu Einsteiger. Ja, also. Wie schön. Schlosserhammer, Superkleber. So. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Mit Zielfernrohr. Wo ist denn eigentlich mein Kotzwurf? Dich brauche ich mal schnell. Hey. Ich muss dir wieder ein bisschen was geben, mein Freund. Die Fusionszellen, die brauche ich zum Schießen. Den Hirnpilz brauche ich jetzt wohl eher weniger, aber gut. Der wiegt auch nichts. Holz brauche ich nicht, die Hubblumen brauche ich nicht. Impro-Automatikpistole. Den Notrufsender, den gebe ich ihm auch mal. Inspektoren-Outfit werde ich jetzt auch nicht brauchen. Chat, bisschen was zum Kiffen? Nee, eher nicht. Lasergewehr, Feuerrate, Zelle, Schaden. Das schaue ich mir doch auch gleich nochmal hier an. Ja, das Maschinengewehr, das ist ja eh. Ich habe ja eh kaum Schuss dafür. Ich behalte es mal. Ne, ich gebe es mal eben. Ist ja wurscht. So. Wird doch langsam wieder. Ah, der Kotzwurf ist jetzt auch voll. Okay. Dann will ich jetzt aber hier noch mein Ding ausrüsten: das Lasergewehr. Nee, das war es nicht. Wo ist es denn, was ich meinte? Da ist es. Yeah. Schau mal, was das Ding so kann. Munition ist immer toll. Ich hoffe, der hat ein bisschen Zeit mitgebracht, der Ander. Die verdammten Zünds haben sich hier überall festgesetzt. Ja, ja. Stört mich jetzt gerade nicht so wirklich stark. Aber gut, ich gehe mal jetzt nach. Da vorne sind Geschütztürme. Zeig mir, wie die Bruderschaft sowas macht. Ja, mach du doch. Kann ich das hier vielleicht ausstellen, den Geschützturm? Ne, da gibt's keine Möglichkeit. Der macht das super. Netzrelaispule, Sicherung. Ja, das machst du super, mein Freund. Da, ganz, ganz, ganz großes Kino, was du da machst. So, Folge Paladin Dance. Oh, warte mal, da ist ein Spiegel. Haha, wusste ich doch, dass da was gibt. Oh, jetzt rennt der so schnell vor. Jetzt hat das eilig, der Paladin. Na gut, jetzt habe ich Zeit, weil das geht ja da nicht weiter. Also ich kann mich hier nochmal schnell in Ruhe umschauen, ob ich irgendwo was finde, wo ich sage, das will ich unbedingt haben. Coca-Cola brauche ich nicht. Mentats brauche ich auch nicht. Vorkriegsgeld interessiert keine Sau. Empfangsmitarbeiter-Terminal. Einsteiger. Schauen wir doch mal, vielleicht kann ich den schnell knacken. Schnell. Ist ja besonders lustig. Null Treffer. Zwei Treffer. Okay. Das könnte dann natürlich TR sein am Anfang, dass das die beiden direkt sind. Probieren wir doch mal Trips aus. Ja. Bodensafe. Rechte Rezeption einbauen lassen, so können. Okay. Bodensafe gibt es hier wohl noch irgendwo. Also, wir sind ja hier in der Rezeption eigentlich, dachte ich. Wo ist denn der Bodensafe? Da ist der Bodensafe. Ah, ich muss mich da echt mal verbessern bei meinen Skills.
Aber gut, ich glaube, jetzt gehen wir mal Paladin Dancen lieber nach. So, Paladin. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Ja, ja. Du gehst ja eh vor. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Ja. Sieht so aus, nicht wahr? Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Na, klasse. Stromversorgung mit irgendwelchen Robotern. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Ja, jetzt weiß ich schon, was du da willst, gell? So, wo kommt hier gleich der nächste um die Ecke und erschreckt mich? Aha. Erwarte ja gleich, dass wir... Perfekt. Was ist denn das überhaupt? Das scheint eine Waffe zu sein. Sie können doch bestimmt etwas ablegen. Ja, das sieht so aus, als ob ich das sollte. Wiegt der so viel? 29,9. Aber macht halt auch ordentlich Schaden. Ich brauche nur noch irgendwas, wo ich damit schießen kann. Ich habe das ist ja cool. Ich kann den hier. Ich kann hier meine Sachen mal verwerten. Ja, lässig. Was gebe ich ihm noch? Ach, ich gebe ihnen einfach mal alles. Stahl, das gibt's eh zum Saufuttern. Muss ich einmal testschießen? Beeindruckt mich jetzt nicht so krass. Deinen Schuss aufzulernen, voll auf. Okay, maximalen Schaden dann, alles klar. Warnung, Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Okay, okay. Jetzt muss ich mich hier erst nochmal meinem Ding. Erstmal schaue ich, gebe ich ihm nochmal was. Vielleicht kann ich da gleich was verwerten. Ich gebe ihm einfach alles. Ne, ich habe jetzt alles genommen, gell? Oh Mensch. So. 13 noch zu schwer. Nee, Raketenwerfer will ich auf jeden Fall behalten. Aber ich glaube, ich brauche nicht so viele Impro-Pistolen, die ich da mal mitführe. Zumindest auf jeden Fall nicht doppelt und dreifach. Mit Bajonett. Automatikpistole lasse ich mal da. So, jetzt bin ich aber... Da wieder ganz leicht und wiedelflink. So, jetzt lade ich aber wieder aufs Lasergewehr um. Großer Werkzeugkasten. Da kann ich ja mir gleich wieder was besorgen für mein neues Baby. Nein, das ist doch da oben links. Was soll ich sagen, dass es so oben rechts ist, oder? Ne, das ist da... Na also, hat er noch genug Haarklammern. Daran scheitert es ja Gott sei Dank nicht. So, also, dann hacken wir uns mal wieder ein. Schau mal, Send-Eintreffer. Könnte dann Seam sein? Ne. Dann ist es auf jeden Fall auch nicht das E und das ist das N oder das T. Okay, das T scheint es am Ende zu sein. Aber
Ja, nee, das war zu wenig Treffer, als dass ich hier gut arbeiten hätte können. So, auf ein neues. Loot. Geschafft. Oh, das ist aber gut. Also, wir starten die Hilfsenergie. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Den Zündung. Fusionskern, den kann ich doch hier einfach mal nehmen, oder? Starte 5-Sekunden-Countdown. 5. Oh oh. Fehle ich jetzt den Dance? Ich will es jetzt einfach mal ausprobieren. Oh Gott, wie lange ist das der erzählt? Komm schon. Komm schon. Habe ich jetzt Lieutenant Dance aber sowas von gegrillt, oder? Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Kann ich dafür einen Knopf noch? Ah, Michael Chinzo. So, schauen wir mal, wie es Lieutenant Dance so geht. Erstmal loot ich. Fusionszelle. Yep. 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 Alter, die Mission, die lohnt sich schon aus der Form. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Na also. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir. Na siehste, ist doch ein harter Kämpfer. War ja jetzt auch nicht so, dass es geplant war. Hihi. Nach unten. Okay, läuft. Codsworth, lass du den mal durch? Na, no, Codsworth. Ich glaube, Codsworth, komm mal her. Jetzt erstmal den da, Lieutenant Dance da rein. Hey. Warte da. Komm schon, Dance. Guck dir das an. Wird gemacht. Oh. Hier drüben. Komm, geh da. So, und jetzt Dance, komm bitte. Paladin Dance? Genug geredet. Wir haben einen Job zu erledigen. Jo, die kommen schon, hoffe ich einfach mal. Ich schaue nochmal runter. Ist das alles doof? So, wo ist jetzt der andere? Kommst du jetzt nach? Und ich bin ganz sicher der richtige Mann für den Job, Sir. Ja, jetzt aber, komm. Jetzt geht's. Oder auch nicht. Wo ist er hin? Jetzt ist er mittig irgendwo auf. Pass auf. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Aber gut, ich gehe einfach nach oben und dann werde ich ihn schon finden. Oh. Ja, jetzt sind sie alle weg. Ja, er hat seinen Spaß. So, jetzt ist mir das egal. Jetzt gehe ich da einfach hin, wo ich hingehen soll. Ja, sehr klar ist er jetzt schon da vorne.
So. Ja, ja, alles klar. Sens werden inspiziert. Wahrscheinlich der wohl, ja. Verschwinden wir von hier. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Natürlich, Lieutenant Dance. Ich krieg von dem Namen fast nicht genug. Jetzt wird gehamstert. Jetzt wird gehamstert, Kurzwurf, ja. So. Ich glaube, ich brauche hier. Schauen wir mal, ob jemand reinkommt. Ist mir jetzt egal. So geht er. Paladin Dance. Ah, da ist er ja. Irgendwas passiert hier bestimmt gleich. Lass du mir nicht erzählen, dass das hier so easy durchläuft. Der Bunker sieht sauber aus. Weiter geht's. Ja, ja, weiter geht's. Malpinsel. Wodka. So. Also. Entschuldigung, Paladin Dance. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Ja, das stimmt. Eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Ja, eine Waffe. Eine persönlich angepasste Version des Standardlasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Das ist doch ein fairer Tausch. Da. Mit Fusionszelle, ja, kritische Treffer, doppelt Schaden. Das nehme ich doch mit großer Gewissheit. Vielen Dank. Danke. Gerne, Zivilist. So, und was die zweite Sache angeht. Ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Ja, ich bin doch also, bei den Minutemen. Was meinst du? Ja, aber kann ich dann die Minutemen verlassen und in Anführungszeichen und der... Ich weiß nicht. Es gibt hier eine Menge Faktoren, die in die Entscheidung einfließen sollten. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Viel Glück. Ah ja. Paladin Dance. Kann ich jetzt vielleicht... Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Ja, jetzt gehen wir doch einfach mal rein. Es wäre mir eine Ehre, beizutreten. Und mir wäre es eine Ehre, dich zu uns zählen zu dürfen. Treffen wir uns am Polizeirevier, dann besprechen wir die Einzelheiten. Na also. Wird schon, ich kann ja bestimmt hier trotzdem meine Ding haben. Aber ich werde jetzt mal in mein Inventar so ein bisschen loswerden. Und deswegen werde ich mal hier nach Sanctuary und ein bisschen was verkaufen, beziehungsweise mal lagern. Das ist jetzt der Plan. Da stehen auch noch meine Power-Rüstungen ja noch rum. So, aber wie gesagt, jetzt erstmal hier das Zeug. Da ist ein Fatman drin. Fatman ist doch... Warte mal. Fatman ist doch eine Kanone. Ah ja, da brauche ich noch die Mini-Atombomben. Stimmt, die habe ich ja da abgelegt. Ha, ich bin ja ein Kerl. Vielleicht finde ich irgendwo einen Schrank, wo ich mehr ablegen kann. Das ist dann mein persönlicher Schrank. Ne, das ist kein Schrank. Da ist doch was. So, da legen wir ein bisschen was ab. Aufbereitetes Wasser, mehr TP, Benzinkanister, den brauche ich jetzt definitiv nicht.
Blutpaket TP. TP. Ja. Ehering. Nee. TP. Fatman nehme ich mal mit. Fleisch vom Mischlingshund. Fusionskern. Die sind immer gut. Die behalte ich mal. Die haben nämlich auch kein Gewicht. Und die brauche ich für meine Powerrüstung. Gamma-Patrone. Die behalte ich auch mal. Gebührenplan tue ich mal rein, obwohl es nichts wiegt. Haarklammer nehme ich mit. Hirnpilz. Tue ich mal lagern. Holomarke nehme ich mal mit. Vielleicht brauche ich das ja, um mich hier auszuweisen. Repetiergewehr. Institutpistole. Jet. Für den alten Chunky. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Karottenblume. Klebeband. Kreuzschlüssel. Lasergewehr behalte ich. Machete. Mais lege ich mal ab. TP ist auch gut. Mutterbeere. Eine Netzrelais-Spule. Psycho, mehr Schaden. Naja, das behalten wir auch mal. Kakerlakenfleisch. Nee, das tue ich komplett ab. So viel TP gibt es auch nicht. Raider-Rüstung. Rechtmäßige Herrschaft. Das ist das, was ich von ihm bekommen habe. Die lege ich nach auf jeden Fall gleich an. Aber die schießt auch mit der Zelle. Also das heißt, theoretisch brauche ich dann eigentlich die anderen gar nicht. Aber gut. Schraubenschlüssel. Schweißerbrille. Sicherung. Tafelmesser. Splittermine. Was ist denn er nochmal? Stealth Boy. Tun wir mal ab. Das wiegt alles nix. Detato, damit könnte ich mal pflanzen, aber die brauche ich jetzt nicht. Ja. Was ist das? Behalte ich mal. Automatische Institutpistole, aber die kann ich ja eigentlich ablegen, wenn ich die andere eh. Beides die gleichen Schüsse. Ja, dann legen wir die ab. Weil mir wurde auch gesagt, ich nehme einfach zu wenig mit. Und das sollte ich jetzt mal ändern. Gut, dann habe ich hier mal mein Zeug abgelegt. Ich danke fürs Zuschauen. Ihr habt, beziehungsweise, aber eins mache ich noch. Das sollt ihr noch mitsehen, wie ich nämlich hier mein neues Gewehr habe. Ja, also vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.